Februar beginnst du, deine ersten Jungpflanzen auf der Fensterbank zu ziehen. Wenn du ein Gewächshaus hast, dann kannst du auch hier schon dein erstes Gemüse anbauen. Ich werde heute Radieschen, Kohlrabi und Salat aussehen direkt ins Gewächshaus. Dazu habe ich das Gewächshaus ein bisschen vorbereitet. Ich habe frischen Kompost aufgefahren, also der ist zum Teil zerrottet, aber man sieht noch die Struktur der Pflanzen. Hier sind viele Mikroorganismen drin und beim Zersetzen werden nicht nur Nährstoffe freigesetzt, sondern es wird auch Wärme entwickelt. Das kennt ihr vielleicht auch von denen, die Mist mit untergraben. Mist dampft im Winter sogar und den kleinen Effekt gibt es auch beim Kompost. Und ich habe auch zur Bodenaufbesserung meine Blumenerde von den alten Blumenkübeln hier mit drauf verteilt. Das Ganze wird jetzt leicht untergegraben. Wenn ich hier solch frischen Kompost einbringe, das birgt natürlich auch die Gefahr, dass ich mir hier Unkrautsaat und vielleicht auch Krankheitserreger mit reinhole. Aber der frische Kompost, der hat eben so viele Nährstoffe und so viele Vorteile und da gehe ich das kleine Risiko auch ein. Kompost und die Blumenerde habe ich locker verteilt und grabe sie nur ganz leicht 10 cm tief unter. Steine, Wurzeln und Pflanzenreste werden rausgehakt und die kleinen Stöckchen und Pflanzenteilchen, die bleiben drin und werden dann langsam durch die Mikroorganismen zersetzt. Überleg dir vorher gut, wie du einen wertvollen Platz im Frühbeet oder Gewächshaus nutzt und mach nicht denselben Fehler wie ich im ersten Jahr und pflanz das nicht zu dicht, denn jede Pflanze braucht ihren Platz, um sich optimal zu entwickeln. Mein Gewächshaus möchte ich nicht ausstatten mit irgendwelchen Gewächshausheizungen, Petroleumlampen oder Kerzen, die vor Nachtfrösten schützen sollen. Das, was bei den Temperaturen wächst, das soll wachsen. Und alles andere ist dann halt zu einem späteren Zeitpunkt dran. Aber ich starte jetzt schon Mitte Februar, um zeitig meine ersten Radieschen, meine ersten Salatköpfe und auch schon bald Kohlrabi zu ernten. Am Tage erhitzt sich das Gewächshaus schnell mal über 15 Grad. Und damit ihr die Wärme speichern könnt, stellt einfach Gießkannen mit Wasser gefüllt oder Eimer auf und die erwärmen sich dann mit und geben auch in der Nacht die Wärme nach und nach ab. Ganz wichtig, wenn es noch wärmer wird, also 20 Grad und wärmer, dann müsst ihr unbedingt euer Gewächshaus lüften und wieder kühlen. Da ist es optimal, wenn solch automatischer Fensterheber dabei ist und der kann entsprechend auf die Temperatur eingestellt werden.